Handpass, Bulli vor Adam Hauser. 10 Minuten vorbei im Schlussabschnitt. Nochmal diese tolle Aktion, auch hier die Dynamik zu sehen, die Christoph Ullmann hier entwickelt. Schuss kam von Bouchard. Girard, Bouchard. Hauser, guter Pass. Der hat schon 2 Assists in den Playoffs, der Kölner Torhüter. Da wollten sie die Adler beim Wechseln erwischen. Lüdemann und Pelletier. Das haben sie gar nicht so schlecht gemacht, die Gäste. Zum Tor gezogen, für Verkehr gesorgt vor Pelletier, aber der hat die Übersicht behalten. Spiel unterbrochen, Strafe wegen Behinderung. Muss Kai Hospitz in die Kühlbox. Robinson. Jaspers. Anschitzka hat er gut abgewartet, aber dann freie Sicht für Hauser. Und jetzt verbessert er seine Fangquote auf 82%. Eigentlich unterirdisch, aber wir haben ja gesehen, dass das nicht allein sein Werk war. Trepanier, Anschitzka. Jaspers und wieder Adam Hauser. Jaspers, der Köln-Spezialist. Das haben wir gelernt im Pokalfinale und in dieser Partie. Wichtiges Tor, das 2:2 und die Vorarbeit zum Tor von Robinson. Petermann. Strafe gegen Köln, Strafe gegen Andi Renz. Thomas Wagner hat es vorhin angesprochen. Duftmarken setzen für Spiel 2. Das weiß natürlich auch Andi Renz mit all seiner Erfahrung von 717 DEL-Spielen. Oh, da ist er aber zu Recht in die Kühlbox. Abgesprungen. 2+10, Check gegen den Kopf. Das heißt, Andi Renz werden wir heute nicht mehr auf dem Eis sehen. Und jetzt heißt es auch 5 gegen 3. 55 Sekunden lang, doppelte Überzahl für die Adler.
Schanz, Anschitzka, Bouchard, Forbes rechts am Pfosten, Corbet vor dem Tor. Julien Adams und Lüdemann versuchen hier das siebte Gegentor zu verhindern. Bouchard. Schön gemacht, aber Scheibe nicht getroffen. Jetzt aber drin. 7:2. Anschitzka Schuss. Ich weiß nicht, ob Corbet noch abgefälscht hat. Ansonsten wäre es für Martin Anschitzka das erste Playoff-Tor in seiner kurzen DL-Karriere. Erste Saison im Oberhaus, lange Jahre, zweite Liga, der Nationalspieler. Hier schwer zu sehen, ob da noch ein anderer dran war. Also, offiziell ist es Martin Anschitzka. 7:2, Powerplay-Tor für die Adler. Das zweite am heutigen Abend. Und noch 10 Minuten zu spielen. Ja, die nächste Möglichkeit für Rico Fatta. Bei 5:4. Anschitzka. Ja, noch mal eins vorbereiten. Hätte er gerne gemacht. Der höchste Mannheimer Sieg gegen Köln in der langen Historie. Dieses Traditionsduell im Übrigen ein 12:2. Gilt für beide, auch Kölns höchster Sieg war ein 12:2. Köln seit 1973 ununterbrochen im Oberhaus, Mannheim seit 1978. Also 34 und 29 Jahre, die haben beide eine riesen Eishockey-Tradition. Ist das fünfte Mal, dass sie in einem Halbfinale aufeinandertreffen. Viermal kam bisher Köln weiter. In der DEL sind beide erst einmal im Halbfinale ausgeschieden. Bei Köln ist die Erinnerung noch frisch, das war letztes Jahr. Und die nächste Chance für Rick Girard. Rick Girard, der Deutsch-Kanadier, 500. DEL-Spiel. In der ewigen Torschützenliste ist auf Platz 8 mit 154 Toren. Zwei Treffer noch, dann hat er die Mannheimer Legende Dave Tomlinson eingeholt. Arendt. McIlwain spielt dann in diesem Schlussdrittel auch eher rationell. Da ist schon viel Aussicht und viel Vorbereitung auf Dienstag, auf Spiel
Nummer 2 dabei. Ich kann jetzt schon wetten, dass das die Sätze sind, die wir nach dem Spiel zu hören bekommen. Die Mannheimer werden sagen, egal, 7-2, das ist nur ein Sieg. Wir haben nichts erreicht. Die Kölner werden sagen, ja, eine Niederlage, da ist egal, wie hoch die ausfällt. Aber eins war's, eine Lehrstunde in taktischem Verhalten für die Gäste aus Köln. Dann wieder schnelles Umschalten der Adler und die Möglichkeit für Colin Forbes. Das geht so blitzschnell. Da wird jeder Scheibenverlust in der Vorwärtsbewegung zu einem Drama vor dem eigenen Tor. Ja, Lenzel hat einmal versucht, einen Check zu setzen. Die Aggressivität ist mit dem zweiten Drittel zu den Mannheimern umgesprungen. So muss man das machen. Die Checks zu Ende fahren. Da sind sie von ihrer Linie abgekommen, die Kölner. Okay, kommt nicht durch. Felix Petermann. Stimmung ist grandios hier in der SAP Arena, aber das ist natürlich auch kein Wunder bei diesem Spielstand. Denkt man, das erste Drittel bei 1-2 gab es vereinzelt schon Pfiffe. Arends. Spitzer Winkel, Hauser hat die Scheibe. Tja, also ich denke, das ist eine deutliche Duftmarke der Adler in Richtung Meisterschaft. Entscheiden Sie, wen halten Sie für am ehesten befähigt, deutscher Meister zu werden? Die SMS an die 83-111. Mannheim, Düsseldorf, Nürnberg und Köln stehen zur Auswahl. Schön durchgesteckt, aber dann wollte Arendt noch einmal komplizierter spielen. Aber das kann man tun bei diesem Spielstand. Bisschen für die Galerie. Das geht in den Playoffs ohnehin so selten. Ruzlet, Ryan Adams. Müller, Rotzlet.